Herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast hier bei ICF Schwarzwald-Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Guten Morgen, schön euch zu sehen, herzlich willkommen. Es ist warm, Sommer in Villingen, in ICF, Predigtserie, Hot Topics. Hot Topics. Heute ist der Titel richtig hot. Seid ihr bereit? Hier ist der Titel. Wer hat das Sagen? Fragezeichen. Unterordnung und Herrschaft in der Ehe. Spürt ihr, wie die Temperatur gestiegen ist? Hier, warte ich. So, ein bisschen den Anpassen von den Teilen vielleicht. Ja, es wird hot. Es wird sehr hot. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Die Session geht insgesamt circa 3 Stunden. Ich versuche mich natürlich auf die Highlights zu konzentrieren. Dann schaffen wir es wahrscheinlich in einer halben Stunde. Wer Glauben hat, sagt Amen. 3 Punkte, die wir heute zusammen anschauen wollen. Erstens werden wir in das Buch Genesis schauen, das erste Buch der Bibel, wo ganz viel angefangen wird und wo wir schon sehr, sehr viel lernen können über den Plan Gottes und wie er sich Sachen vorgestellt hat. Ja? Punkt Nummer 1, das erste Buch Mose. Da lernen wir viel über die Beziehung zwischen Mann und Frau. Dann, Punkt Nummer 2, schauen wir uns an, was Jesus über Unterordnung und Leiterschaft und Herrschaft sagt. Was Jesu Gedanken sind. Und dann Punkt Nummer 3, werden wir uns diese 2 Dinge zusammennehmen und schauen, wie Paulus darüber gesprochen hat, über diese 2 Dinge, die wir gelernt haben, aus dem ersten Buch Mose und von Jesus. Und wisst ihr, eine der wichtigsten Dinge, die wir als Christen machen müssen, eine unserer wichtigsten Aufgaben, die beschreibt Paulus im Römerbrief. Und da sagt er, Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Ja? Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Und diese Veränderung unseres Denkens, dieses Umgestalten unseres Denkens, ist ein absoluter Schlüssel, um ein Leben als Christ zu führen. Der größte Fehler, den wir machen können, und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, der größte Fehler, den wir machen können, ist es zu versuchen, nach der Bibel zu leben, aber auf eine weltliche Art und Weise. Wenn wir biblische Begriffe nehmen und sie mit weltlichem Inhalt füllen, dann ist das Unterdrückung vorprogrammiert, dann ist Knechtschaft und Religiosität vorprogrammiert. Das ist kein Leben, sondern es ist Tod. Deswegen ist es ultra wichtig, ja, bei allem, was wir tun, bei allen Anweisungen, die wir in der Bibel lesen, wir dürfen auf keinen Fall die biblischen Begriffe mit weltlichem Inhalt füllen. Okay, deswegen wollen wir das heute nicht machen. Punkt Nummer 1, erste Buch Mose. Das ist das Wichtigste, weil da füllen wir die Begriffe, die später kommen, mit biblischem Inhalt. Okay? Wir machen jetzt genau das, was ich gerade gesagt habe, was wir machen sollen. Deswegen schauen wir in das erste Buch Mose, in die Schöpfung. Und da habe ich euch jetzt eine Bibelstelle mitgebracht, die können wir gleich mal anbeamen. Und ich habe sie euch ein bisschen angeordnet, denn diese Bibelstelle ist im Original auf Hebräisch. Hier sehen wir sie auf Deutsch und die ist in Gedichtsform geschrieben. Ja, das ist eigentlich ein Gedicht. Es reimt sich nicht, auf Deutsch schon gar nicht, weil es ist ja übersetzt. Aber die Gedanken werden weiterentwickelt. Das werdet ihr vielleicht, könnt ihr bestimmt sehen, wenn wir das jetzt durchlesen. Wenn ihr übrigens, kurzer Werbeblock, euer Bibelverständnis und Bibelwissen auf das nächste Level bringen wollt, ja, dann ist die Academy im ICF, Schwarzwald-Bodensee, Standort Villingen,
genau der richtige Ort dafür. Ich selber habe die Ehre, da auch zu unterrichten. Und wenn der Lukas es zulässt, dann werden wir zusammen lernen, wie wir so Gedichte im ganz normalen Bibeltext erkennen können und wie wir dadurch unsere Interpretation auf ein anderes Level bringen. Das kann jeder, glaub mir. Wenn ich eine Sache sage heute, die stimmt, dann ist es, wenn ich es kann, dann kannst du es schon lange. Okay? Also, jetzt geht's zum Thema. Ja, wir lesen und wir schauen uns an, wie Mann und Frau geschaffen wurden und wie die Beziehung und der Auftrag zwischen Mann und Frau aussieht. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen, der Auftrag, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also einfach über alles. Und dann, gesagt, getan, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Merkt ihr, wie die erste Zeile weiterentwickelt wird? Vers 26 wird weiterentwickelt in Vers 27 und es wird was hinzugefügt. Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild, wie er es angekündigt hat. Und jetzt kriegen wir noch ein bisschen mehr Info dazu. Als Mann und Frau schuf er sie. Und dann segnet Gott sie und spricht zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und herrscht über die Erde. Auch hier eine weitere Info, seid fruchtbar und mehret euch. Wir haben hier also die Schöpfung des Menschen. Mensch auf Hebräisch heißt, wer weiß es? Boah, ihr seid solche Maschinen, das gibt's gar nicht. Adam. Adam heißt Mensch. Ne? Das heißt, Adam und Eva sind eigentlich beide Adam. Adam heißt Mensch. Hier in dieser Stelle sehen wir eine vollkommene Gleichheit zwischen Mann und Frau. Ja? Wir sehen, dass sie beide im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir sehen, dass sie beide den gleichen Auftrag bekommen, nämlich über die Welt zu herrschen. Und zu diesem Zeitpunkt sehen wir noch nicht mal die verschiedenen Namen der Person. Wir sehen nur, dass der Mensch als Mann und als Frau von Gott in seinem Ebenbild geschaffen wird und dass die beiden als Partner zusammen über die Schöpfung herrschen sollen und die Erde mit ihren Kindern und Nachkommen füllen. Ja? Die Aufgabe ist es, zusammen als Einheit über die Erde, über die Schöpfung, über die Tiere zu herrschen und die Erde mit ihren Kindern zu füllen. Die nächste Stelle, Genesis 2, da haben wir auch ein Bild und da sehen wir ein bisschen mehr Detail. Das könnt ihr jetzt vielleicht nicht so gut lesen, weil es kleiner ist, aber ich wollte euch einfach zeigen, wie schön auch das als Gedicht aufgeschrieben wurde. Ja, wir haben der erste Vers, Vers 18, der das erste Problem zeigt, dann in der Mitte haben wir das zweite Problem, ja, und dann unten die Lösung des Problems und dann seht ihr, wie Gott das macht. Also ihr seht, in einem ganz normalen Fließtext der Bibel, da ist sehr, sehr viel Schönheit, Poesie und Struktur drin. Und wenn es euch interessiert, ja, wenn ihr sagt, boah, diesen Text habe ich schon 10-mal gelesen, ich frage mich, ob es da vielleicht noch ein tieferes Level gibt, dann kann ich euch ganz herzlich einladen. Academy in Villingen, Schwarzwald, ja, okay. Also, dann dürft ihr gerne zur Academy kommen, wenn Lukas es zulässt, dann lernen wir, wie wir diese Gedichte erkennen können. Und es wird so toll, ach Leute, ich liebe das. Aber gut, wir gehen weiter. Zeig mir gerade nochmal die Stelle, bitte. Wenn wir im zweiten Buch Mose auf die Schöpfung schauen, Mann und Frau, die Beziehung zwischen Mann und Frau, der Auftrag, den Gott Mann und Frau gibt, da sehen wir, dass es ganz ähnlich ist. Vers 18, Gott schaut sich die Sache an und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Dann stellt Gott Adam einige Tiere vor. Bitteschön. Adam sagt, das ist ein Hund. Nein, danke. Und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Es wird keine Hilfe gefunden, die ihm entspricht. Dann, Verse 21 und bis 23, Gott stellt Adam, also schafft die Frau und stellt Adam die Frau vor, Eva. Adam, der alte Romantiker, der muss wahrscheinlich Italiener oder Spanier gewesen sein, nagelt mich darauf nicht fest. Aber wenn er sie sieht, dann hat er auch sofort ein Gedicht auf den Lippen.
das auch sehr romantisch ist. Die Frauen können jetzt gleich alle Amen sagen, nachdem ich es vorgelesen habe. Endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von Mann ist sie gekommen. Die Herzen gehen auf. Okay. Das Problem ist gelöst. Adam hat eine Hilfe gefunden, die ihm entspricht. Bisher war alles sehr gut. Was nicht gut war, ist, dass der Mensch alleine ist. Er braucht eine Hilfe, die ihm entspricht. Jetzt ist natürlich die Frage, ihr Lieben, wenn wir das lesen und wir kommen zu dem Wort Hilfe, dann sind wir hier in Deutschland, in der westlichen Welt. Und die Frage ist, mit was für einem Inhalt fühlen wir das Wort Hilfe? Und das ist schon mal der erste ganz, ganz, ganz interessante Punkt. Mit was für einem Inhalt fühlen wir das Wort Hilfe? Wenn ich ehrlich mit euch sein darf, ich meine, wir sind unter uns, wenn ich das Wort Hilfe höre, dann denke ich eher so an Haushaltshilfe oder vielleicht Sekretärin. Ja, ich meine, ist ja auch logisch, der Adam, der hat ganz schön geschwitzt, als er die Tiere da benennen musste und der brauchte jemand, der ihm den Kokosnuss-Cocktail bringt. Weißt du, ich meine? Und die Palme wedelt, dass er hier ein bisschen Ding, Luft bekommt. Ich mache es ein bisschen lächerlich, aber das ist schon so ein bisschen irgendwie die Vibes, die ich kenne und die mir auch irgendwie so mitgegeben wurden. Also die Hilfe ist halt jemand, da haben wir jemanden, der hat so ein bisschen das Sagen, der macht die Sachen und der braucht halt eine Hilfe und deswegen kriegt er eine Hilfe. Die Frage ist, wenn wir diesen Begriff mit biblischem Inhalt füllen, was ist dieser Inhalt? Ja? Was will Hilfe ausdrücken? Und wenn wir wissen wollen, was Hilfe ausdrückt, ist es ganz einfach. Wir müssen dieses Wort Hilfe nehmen und andere Bibelstellen suchen, wo das gleiche Wort benutzt wird. Dann schauen wir, wie wird das Wort benutzt? Ja? Was ist die Hilfe in anderen Stellen? Und dann haben wir eine Idee oder können wir Schlüsse ziehen daraus, wie dieses Wort gemeint ist. Macht Sinn? Okay, dann machen wir das jetzt doch ganz kurz. Also, dieses Wort ist Hebräisch und heißt Eser. Wenn man das übersetzt aufs Griechische, damit wir erstmal das Neue Testament anschauen können, gibt es das nur ein einziges Mal. Das könnt ihr mal zeigen, die Stelle. Die ist in Hebräer 13, Vers 6. Da steht, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, was sollte ein Mensch mir tun? Also wer ist der Helfer? Der Herr. Also das können wir ein bisschen lauter sagen nächstes Mal, okay? Ich frage euch gleich nochmal. Im Alten Testament, also da gibt es im NT eine, im Alten Testament gibt es ganz viele Stellen, davon habe ich euch mal drei. Exodus 18, 4. Der Gott meines Vaters kam als meine Hilfe und hat mich vor dem Schwert des Pharaos gerettet. Okay? Wer war die Hilfe? Gott, der Herr, sehr gut, alles richtig. 5. Mose 33, 26. Keiner ist wie der Gott Jeschuruns. Ihr wisst schon, Jeschurun. Ich meine, der olle Jeschurun. Keiner ist so wie der Gott Jeschuruns, der auf dem Himmel einherfährt zu deiner und in der Hoheit auf den Wolken. Ich sage mal so, das ist nicht gerade die Sekretärin, von der wir gerade sprechen, der auf seine Hoheit auf den Wolken hereinfährt. Das ist der Gott Jeschuruns, ihr wisst schon, Jeschurun. 5. Mose 33, 26. Glücklich bist du Israel. Wer ist wie du, ein Volk, gerettet durch den Herrn? Der Schild deiner und das Schwert deiner Hoheit ist. Hilfe, das Wort, das hier benutzt wird für die Frau, für das, was Adam braucht, ist Hilfe im Sinne einer Errettung aus tiefster Not. Ja? Es ist ein Wort, das ständig auf Gott angewandt wird und es geht um eine Errettung aus tiefer Not. Um das vielleicht noch mal ein bisschen zu illustrieren, und um das Bild der Sekretärin vielleicht aus unserem Kopf rauszunehmen und ein anderes Bild dafür reinzumachen, habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Und diese Geschichte ist frei erfunden. Das ist wichtig. Es ist eine komplett frei erfundene Illustration. Haben wir das verstanden? Ja? Okay. Also, stellt euch einfach mal vor, eine Frau würde am Donnerstagabend zum Team Night beim Lobpreis gehen, ja, zur Team Night, weil die Lobpreisleute, die haben die Team Night.
eine Frau geht zur Team Night und das bedeutet, dass ihr Ehemann zu Hause mit den, sagen wir mal, 3 Kindern im, sagen wir mal, Alter von 1,5, 4 und 7 alleine zu Hause bleiben muss und den Laden irgendwie schmeißen. Ja? Frau, Schatz, bist du sicher, dass es in Ordnung ist, wenn ich heute Abend gehe? Mann, fürchte dich nicht, mein Schatz. Ich bin hier und werde mich darum kümmern. So wie man es macht. Die Frau verlässt das Haus, die Kinder winken lieb, das Baby auf dem Arm des Mannes, dau, dau, Mama. So ein Engel, zuckersüß, was kann schief gehen? Die Türe fällt zu, klick. Und was in dieser Sekunde passiert, wird am besten im Markus-Evangelium beschrieben. 13, wo steht, doch dann wird die Sonne sich verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels aus dem Gleichgewicht geraten. Die Türe fällt zu. Das Angesicht des Babys verändert sich plötzlich. Moment. Mama ist weg. Sieht den Vater an. Blickt zur Tür. Sieht den Vater an. Blickt zur Tür. Und Grauen erfüllt das Herz des Säuglings, Kleinkinds. Zeitgleich entsteht im Wohnzimmer, was man nur als einen waschechten MMA-Kampf beschreiben kann, zwischen den 2 anderen Kindern, welche eine Meinungsverschiedenheit haben über die Puppe, die beide zeitgleich benutzen wollen. Zunächst sieht es so aus, als wäre der kleinere Flinker an der Puppe dran, hat sie geschnappt. Die große ist jedoch, weiß man, die kann man nicht unterschätzen, hat ihn direkt in den Headlock genommen. Drückt ihn nach hinten, der Kleine holt aus, mit der Puppe nach hinten zu schlagen. Zeitgleich ist das Baby nunmehr sicher, dass die Mama nie wiederkommen wird. Und dass es von jetzt an, diesem Moment an, für immer auf sich alleine gestellt sein wird. Gut, angesichts der ernüchternden Tatsachen, denke ich, ist es ganz verständlich, dass es ein Klagelied anstimmt, was das Geschrei der Ägypter nach der 10. Plage klingen lässt wie ein Daniel Karlauch-Song. Für alle, die nicht wissen, wer Daniel Karlauch ist, als ich klein war, war das jemand, der Lobpreis gemacht hat für Kinder. Übersetzung, das Kind schreit, als würde man es gerade... Ihr wisst schon. Naja. Ihr Lieben, alles, was ich gerade beschrieben habe, passiert in den ersten 30 Sekunden, in denen die Mutter gegangen ist. Und schon nach diesen ersten 30 Sekunden beginnt der fiktionale Vater an ziemlich bedeutenden Lebensentscheidungen zu überdenken. Sagen wir mal, die Richtigkeit bedeutender Lebensentscheidungen zu überdenken. Während diese ganze fiktionale Szene, die ich mir ausgedacht habe und niemals passiert ist, quasi da passiert, schaut der Vater im Himmel mit seinem liebenden Blick rapp auf das Wohnzimmer, dreht sich um zu Jesus und sagt, siehst du? Und deswegen habe ich gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Ja, nach einer gefühlten Ewigkeit, einigen verzweifelnden Ausrastern, ein paar anderen exkrementbedingten, sagen wir mal, Unfällen, kommt dann die Mama endlich heim. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn sie durch die Tür schreitet, auf der Herrlichkeit der Wolken, so wie der Gott Jeschuruns, ihr wisst schon Jeschurun, ihr kennt ihn, ja, in ihrer Herrlichkeit und Pracht, und wir der Frau die Kinder zurückgeben und erstmal eine Weile weinen, dann verstehen wir, was es bedeutet, dass die Frau eine Hilfe ist für den Mann. Okay? Also können wir dieses Bild austauschen? Von der Sekretärin zu dem Gott Jeschuruns. Also ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, aber ihr wisst schon, der reinkommt mit den Wolken des Himmels und das angecrabte Kind vom Vater wegnimmt. Oh, Lord have mercy. Okay. Hilfe, nicht Sekretärin, sondern was ich gerade gesagt habe. Erstens. Zweitens, Mann und Frau sollen gemeinsam über die Schöpfung herrschen. Okay? Das sind die 2 Punkte, die wir gelernt haben aus dem Genesis-Bericht. Ja, das mit dem MMA-Kampf und dass Mann und Frau gemeinsam herrschen sollen.
Leider passiert jedoch noch mehr in der Bibel als nur die ersten zwei Kapitel. Wir sind nicht mehr im Garten Eden, sondern im direkt nächsten Kapitel beginnt der Sündenfall und die Beziehung zwischen Mann und Frau wird zerstört. Das wird beschrieben in Genesis 3, Vers 16. Und da wird die Beziehung zwischen Mann und Frau so beschrieben. Zur Frau sagt er, nach oder gegen deinen Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und die jetzt gut zugehört haben, die bemerken einen riesengroßen Unterschied. Oder etwas, was sich verändert hat, also eine riesengroße Veränderung zwischen der Beziehung und dem Auftrag zwischen Mann und Frau vor dem Sündenfall und wie der Teufel die Beziehung verdreht und zerstört nach dem Sündenfall. Wer will es mir sagen? Was ist der Unterschied? Seht ihr den Unterschied? Zeig mir nochmal die Bibelstelle. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Nach oder gegen deinen Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Über wen? Wer sollte in Gottes Plan über wen herrschen? Mann und Frau sollten die Schöpfung beherrschen und untertan machen. Und in der Beziehung zwischen Mann und Frau, die von der Sünde und von dem Teufel verdreht wird, herrscht der Mann über die Frau. Die Frau wird auf die Ebene der Tiere herabgewürdigt. Die im Ebenbild Gottes geschaffene Frau wird behandelt wie die Tiere. Aus intimer und vertrauter Einheit wird eine ungesunde Abhängigkeit, Manipulation und Streit, ja gegen deinen Mann oder nach deinem Mann, wird dann Verlangen sein. Und anstatt dass sie zusammen über die Schöpfung herrschen, wird jetzt die Frau herabgewürdigt auf die Ebene eines nicht im Ebenbild geschaffenen Tieres und dominiert und beherrscht. Ihr wird der Wert genommen. Seht ihr das? Ja? Und jetzt denk mal ganz kurz über einfach die Welt nach. Ja? Und wie die Welt funktioniert und wie die Welt läuft. Macht Sinn, oder? Ich meine, direkt im nächsten Kapitel beginnt es, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Genauso wie ein Mann Besitz hat und Tiere hat, hat er plötzlich mehrere Frauen. Das ist so ein wichtiger Schlüssel, dass wir verstehen, dass die Herabwürdigung der Frau auf ein niedrigeres Niveau nicht der Plan Gottes ist, die Schöpfungsordnung, sondern die Schöpfungsordnung ist, dass beide als Partner zusammen über die Schöpfung herrschen sollten. Und das Wort Hilfe, ihr erinnert euch vielleicht noch, trägt nicht in sich die Herabwürdigung der Frau, sondern trägt in sich, worüber wir gerade gesprochen haben, ja, die Rettung und die Hilfe im Sinne von einer, wow, Gott sei Dank, endlich, Hilfe. Und ohne, dass wir jetzt ins Neue Testament schauen, eigentlich könnten wir hier theoretisch schon aufhören, ohne, dass wir ins Neue Testament schauen, sollte deine Beziehung zu deiner Frau, sollte deine Beziehung zu deinem Mann mehr so aussehen wie Genesis 1 und 2 oder mehr so aussehen wie Genesis 3. Sollte die Beziehung zu deiner Frau mehr so aussehen wie Gottes Schöpfungsideal oder wie das vom Teufel verdrehte? Lass uns drüber nachdenken. Lass die Worte auf dich wirken. Wie sieht meine Beziehung aus zu meinem Ehepartner? Mehr wie Genesis 1 und 2? Oder mehr wie Genesis 3? Punkt Nummer 2, Neues Testament. Wie versteht Jesus Unterordnung? Wir speichern mal ganz kurz, was wir gerade gelernt haben. Wir schauen, was Jesus über Unterordnung sagt. Springen ins Neue Testament. An diesem Punkt ist seit Tausenden und Tausenden von Jahren Genesis 3 die Regel, die Männer beherrschen ihre Frauen. Sie haben mehrere Frauen, sie haben Sklavinnen, das Ebenbild Gottes wird tagtäglich im Dreck rumgeschmissen. Sie werden verkauft und gekauft. Natürlich machen das nicht nur Männer mit Frauen, sondern auch die Menschen generell verhalten sich so, dass sie das Ebenbild Gottes herabwürdigen und Sklaven kaufen und verkaufen und die Menschen sich nicht so behandeln, wie ein Ebenbild Gottes behandelt werden sollte.
Ja? Herrschaft ist Dominanz und Zerstörung und Eroberung und Mord und Totschlag und der Stärkere zerstört den Schwächeren. Und dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus und er sagt, ich bin der König der Welt und ich sag euch, wie Herrschaft in meinem Reich auszusehen hat. Wie unterscheidet sich die christliche Herrschaft von der weltlichen Herrschaft? Christliche Autorität von weltlicher Autorität. Markus 10, 42. Da haben wir auch wieder ein Bild. Wie ihr seht, ihr Lieben, ist auch hier eine wunderschöne Struktur drin. Ich sage es jetzt nicht nochmal, aber Academy, wenn ihr wollt. Markus 10, 42. Jesus ruft seine Jünger zu sich und sagt, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre Großen Gewalt gegen sie üben. Die Welt herrscht durch Gewalt. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ihr Lieben, was für eine unfassbare Stelle. Wir sehen, wie die Welt herrscht. Wir sehen, wie Gott sich wünscht, dass unter Christen Autorität und Herrschaft gesehen wird. Und dann bezieht er es auf sich selbst. Und er sagt, ich, der Gott von Himmel und Erde, der Menschensohn, der alles geschaffen hat und unendlich viel wertvoller ist wie alles, bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Der Einzige, der wirklich würdig ist, dass Menschen ihm dienen, als Gott, ja, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und weil ich das so gemacht habe, sollt auch ihr es so machen. Das ist das Vorbild. So sollt ihr leiten. Die Welt herrscht durch, hat Autorität durch Herrschaft und Gewalt. In der Gemeinde ist die Autorität durch Demut, durch Dienst und durch Selbstaufopferung. Ihr Lieben, wir haben darüber geredet, wie wir Christen die Begriffe, die wir haben, mit weltlichem Inhalt, den weltlichen Inhalt rausnehmen müssen und den biblischen Inhalt einfüllen müssen. Und hier ist es die größte Herausforderung überhaupt. Ja? Wenn du an Autorität und Herrschaft denkst, wie denkst du über Autorität und Herrschaft? Ist es weltlicher Inhalt oder ist es, was Jesus hier sagt? Steht der Leiter über der Gemeinde? Steht der Leiter über seinen Untergebenen? Allein schon in der Sprache ist es so. Oder wäscht der Leiter die Füße? Dient der Leiter? Ich meine, versteht ihr, was ich sage? Weil ich verstehe es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig. Wie ist es überhaupt möglich? Wie ist so eine Struktur praktisch überhaupt möglich? Die Bibel ist so herausfordernd, oder? So herausfordernd. Und eine Sache, die Jesus hier macht, ist, er trifft wirklich in das Zentrum von einem Herzen, das von der Welt aus denkt. Es trifft das Zentrum von dem weltlichen System, von dem weltlich denkenden System. Und es zeigt uns, wie tief es auch eingeprägt ist in unserem Herzen. Wie geht das? Wie kann ich überhaupt leiten, wenn ich unter den Leuten sein soll oder wenn ich ihnen dienen soll? Wie kann ich Leute leiten, wenn ich sie nicht letztendlich dazu zwingen kann, zu machen, was ich von ihnen will? Wie ist es möglich, ohne diese Art von Herrschaft und Autorität zu leiten? Ich finde, es ist nicht leicht. Was ich euch gerne vorschlagen würde als einen Schlüssel dazu, ist, dass der biblische Leiter herausgefordert wird, Macht abzugeben und erlaubt, dass wir ihm freiwillig nachfolgen. Okay? Der biblische Leiter gibt Macht ab
und erlaubt, dass wir ihm freiwillig nachfolgen. Es ist unsere Entscheidung, deine Entscheidung, die du hier sitzt und mir zuhörst, es ist deine freie Entscheidung, in die Gemeinde zu kommen und wie du in die Gemeinde kommst, mit welcher Einstellung, ja? Es ist deine freie Entscheidung, niemand zwingt dich. Es ist deine freie Entscheidung, dem Leiter nachzufolgen. Wie leitet uns Jesus? Wie leitet Jesus? Zwingt er Leute in sein Reich? Ja? Zwingt er Leute, ihm nachzufolgen? Oder gibt er sein Leben für uns? Lädt uns ein, sagt, ich bin der König der Welt, folge mir nach. Und es ist deine Entscheidung, ob du ihm folgen willst oder nicht. Wir sollen so leiten, wie Jesus geleitet hat. Und das Reich Jesu ist auf freiwilliger Basis. Es ist keine Dominanz. Es ist keine Gewalt. Es ist keine Herrschaft und Macht über dir. Aber, das funktioniert nur dann. Und deswegen geht die Herausforderung auch auf die andere Seite. Es funktioniert nur dann, wenn wir als zum Beispiel Gemeinde unsere Leiter anerkennen, ehren, achten, respektieren und uns ihnen unterordnen. Sie werden dich nicht zwingen, dass du ihnen nachfolgst, aber wenn wir Teil sein wollen vom Reich Gottes und Teil sein wollen von der Gemeinde und unser Denken erneuern lassen wollen in die Struktur, so wie Gott es sich vorgestellt hat, ja, dann ist es unsere Aufgabe, dass wir uns unterordnen, natürlich nicht blind, natürlich sind alle Leute lieb und man kann mit allen reden und jeder macht Fehler und es ist keine Sekte, ja? Es ist das Gegenteil von der Sekte, weil es keine Autorität gibt, die dich zwingt. So funktioniert Autorität und Macht im Reich Gottes. Der Leiter dient dir und ist da, um dich aufzubauen und du erkennst ihn an als Leiter und du folgst ihm freiwillig, weil Jesus dein Pastor und dein Leiter ist und er eingesetzt ist von Gott, in diesem Moment dich zu führen. Macht das Sinn? Das trifft, ihr Lieben, das trifft die Urangst des Menschen, Kontrolle abzugeben und zu verlieren. Nicht zu wissen, was der andere tun wird und auch keine Macht zu haben, den anderen zu zwingen, das zu tun, was du willst. Macht wirklich und tatsächlich abzugeben und zu vertrauen, Gott zu vertrauen und deinem Bruder, deiner Schwester zu vertrauen, dass er dich nicht in den Rücken stechen wird, sondern dass er das Gleiche tut, auch Macht abgibt und auch Gott vertraut. Und so gehen wir zusammen. Die Urangst, Kontrolle zu verlieren, wird hier konfrontiert. Adam und Eva im Garten haben Gott nicht vertraut, haben die Frucht genommen, die Kontrolle über das Wissen von Gut und Böse selber an sich gerissen. Ja? Die Ursünde im Endeffekt, Kontrolle abgeben. Das ist ein unfassbar wichtiger Schlüssel. Es ist nicht mit Dominanz, es ist nicht mit Macht. Es geht darum, freiwillig Kontrolle abzugeben und zu vertrauen. Macht das Sinn? Seid ihr noch bei mir? Wir sind auch gleich fertig. Boah, hey, das will jeder Prediger hören. Ich muss direkt eine Woche fasten, um demütig zu bleiben. Na, Spaß. Okay, Leute, also. Wir haben Genesis angeschaut, erste Buch Mose. Wir haben angeschaut, wie die Beziehung zwischen Mann und Frau sein sollte, nämlich als Partner, Ebenbild Gottes, zusammen die Erde mit ihren Nachkommen zu füllen und die Tiere zu beherrschen. Wir haben gesehen, wie die Sünde das verdreht und zerstört, dass der Mann die Frau jetzt dominiert und beherrscht. In der Welt dominieren und beherrschen sich sowieso alle. Und spezifisch für unser Thema jetzt, dass der Mann die Frau dominiert und beherrscht. Schlecht und falsch. Gell? Dann haben wir gesehen, dass Jesus sagt, ich bin nicht gegen Autorität, ja? Aber es ist genau andersrum.
wie die Welt es macht. Die Welt steht auf dem Kopf und ich drehe es wieder richtig rum hin. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig dominieren und Macht haben und jemanden zwingen, was zu tun, sondern es geht darum, dass ich Kontrolle abgebe, dass ich mich unterordne unter Jesus, dass wir uns gegenseitig untereinander unterordnen, dass wir Leitung und Autorität anerkennen, freiwillig und weil wir selbst wollen, ja, weil es unser Wunsch ist, unsere Pastoren oder unsere Small Group Leiter oder wer auch immer, ja, Autorität und Leiterschaft, weil wir sie unterstützen wollen, weil wir sie segnen wollen, weil wir sie wollen, dass sie uns leiten und dass wir zusammen in die richtige Richtung gehen, ja, und gleichzeitig für den Leiter, dass er nicht der Leiter ist, sondern dass er der, das war jetzt meine Fußwaschungsimpression, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, dass er der Leiter ist, der uns dient, der sein Leben für uns aufopfert, der die Schläge abkriegt, ja, weißt du, was ich meine, der uns aufbaut. Okay, das haben wir bis jetzt gelernt. Wie kann man das Ganze jetzt auf Mann und Frau, auf die Beziehung zwischen Mann und Frau anwenden? Ich denke, der ein oder andere kann sich schon vorstellen, aber wir lesen Epheser 5, Vers 22 und ich werde danach gar nicht mehr viel dazu sagen, denn wenn wir diese Dinge verstanden und verinnerlicht haben, dann werden die Verse, die wir jetzt lesen, ganz anders klingen. Und ich hoffe, das hoffe ich zumindest sehr, dass wenn ihr die Verse vorher gelesen habt und Dinge wie Unterordnung, Herrschaft und so weiter, Autorität mit weltlichem Inhalt gefüllt habt, dass jetzt ihr sie mit göttlichem, biblischem Inhalt füllt und es für euch klingt wie ein wunderschönen, wie Leben selbst, okay? Und nicht mehr wie etwas, das Tod bringt und was Schlechtes. Okay. Epheser 5, wir gehen ab Vers 21. Ordnet euch einander. Okay, und ich lese es vor, bitte bleibt bei mir, okay? Ich tanze währenddessen nicht und ich mache auch keine lustigen Geräusche, ich lese es einfach vor. Konzentration und dann sind wir fertig. Es ist eine lange Stelle, aber es ist wichtig. Let's go. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Familie, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, nicht mit Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird auch der Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch werden. Die Anweisungen für beide sind so mega herausfordernd. Aber gleichzeitig ist es auch etwas Wunderschönes, wenn wir es nicht missbrauchen. Und ja, wenn wir diese Stelle so leben, wie die Welt sie leben würde, dann sieht es aus wie Genesis 3, Dominanz und Herrschaft. Wenn wir diese Stelle so leben, wie Genesis 1 und 2 es sagt, in dem Verständnis, dass Mann und Frau gleichwertig im gleichen, mit dem gleichen Auftrag im Ebenbild Gottes geschaffen sind und die Frau als eine Hilfe im Sinne der Rettung für den Mann geschaffen wurde. Auf der anderen Seite die Autorität, die der Mann hat, so aussehen sollte, wie Jesus sich Autorität vorstellt. Nämlich ein Dienen, ein Füße waschen, ein Lieben, ein Leben aufopfern. Und die Unterordnung der Frau so aussieht, wie Unterordnung in der Bibel aussieht. Nämlich nicht aufgrund der Tatsache, dass sie muss, sondern weil sie ihren Ehemann liebt, ihm vertraut
und will, aus eigenem freien Willen. Und weil sie weiß, dass ihr Mann sich so verhält, wie ein christlicher Leiter sich verhält. Nicht wie ein Herrscher der Welt, sondern wie Jesus sagt, wie wir im Reich Gottes es machen. Das Lobpreisteam darf nach vorne. Die Zeit ist vorbei. Wie sieht es jetzt praktisch aus? Höre ich alle schreien, was soll ich jetzt machen, wenn wir einen Streit haben und wir uns nicht einigen können? Wieso hast du das noch nicht gesagt, ihr Lieben? Was soll ich euch sagen? Ich bin nicht hier, um mit dem Schiedsrichter-Outfit, mit die gelbe Karte, verstehe ich schon, um euch zu sagen, wie die verschiedenen Sachen geregelt werden sollten in der Praxis. Aber ich denke, wenn wir unser Denken, Römer 12, Vers 2, wenn wir unser Denken umgestalten lassen und die biblische Sicht von Herrschaft, Autorität, Unterordnung, Hilfe und so weiter, wenn wir anfangen, biblisch über diese Sachen nachzudenken, dann werden wir sehen, wie wir in der Praxis ganz anders handeln und wie vielleicht Dinge, die früher so gelaufen sind, dann anders laufen werden, wenn ich mein Bild von der Unterordnung nicht mehr als Zwang sehe, sondern als was Freiwilliges, und wenn ich mein Bild von Leiterschaft nicht mehr als Chef und Bedienstete sehe, sondern wie wir es besprochen haben. Wir wollen jetzt zusammen aufstehen und ich will uns segnen und für uns beten, dass wir diese Sachen in unseren Alltag mit einbauen können und dass der Heilige Geist uns daran erinnert, wie unsere Rollen aussehen, wenn wir im Alltag sind. Und ich will dich herausfordern, überdenk mal kurz einfach dein Denken, ja, überdenk dein Denken, wie sieht meine Ehe aus, wie sieht meine Beziehung zu meiner Frau aus? Sieht sie eher so aus wie Genesis 1 und 2 oder sieht sie eher so aus wie Genesis 3? Wie lebe ich Unterordnung? Als Frau, will ich mich überhaupt unterordnen? Oder habe ich Angst davor, was passiert, wenn ich Kontrolle loslasse und verliere? Als Mann, bin ich bereit, so zu dienen und so zu leiten, wie Jesus zu mir gesagt hat? Und die Kontrolle über meine Frau, die ich niemals rechtmäßigerweise hatte, abzugeben. Es ist für beide die gleiche Herausforderung, nämlich Kontrolle über den anderen abzugeben. Und ich will dich herausfordern, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen zieht und du spürst, hier ist vielleicht was, dann wollen wir jetzt gleich auch beten jetzt zusammen. Dann will ich dich echt ermutigen, auf diesen Weg mit mir zusammen zu gehen. Ich bin selber dabei, es zu lernen, dass wir sagen, Herr, verändere du mein Denken. Ich will nicht so leben wie die Welt, ich will so leben, wie du es mir sagst in deinem Wort, weil dein Wort ist Leben und Liebe und ich will, dass meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinem Partner, zu meinem Mann, dass es erfüllt ist von deiner Wahrheit und von deiner Liebe. Jesus, ich danke dir, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand ist so wie du und du willst für jede Frau, die hier ist, nichts außer das Leben in Fülle, die volle Entfaltung der Gaben, die du in sie hineingelegt hast, die volle Fülle der Herrschaft, die du für sie vorbereitet hast, die volle Fülle der Autorität, die du ihr gegeben hast. Du willst keine Frau niederhalten, klein halten, drücken oder irgendwas, sondern du hast die Frau in deinem Ebenbild geschaffen. Du liebst sie von ganzem Herzen. Du bist gestorben für sie am Kreuz von Golgatha, wieder auferstanden, um sie zu erfüllen mit deinem Heiligen Geist, sie zu erfüllen mit prophetischen Eindrücken, mit den Gaben des Heiligen Geistes, mit der Kraft, dein Reich zu bauen. Ich danke dir, dass die Frau eine Hilfe für den Mann ist, und zwar im Sinne einer Rettung aus tiefster Not. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass im Christentum die Unterdrückung der Frau keinen Platz hat, im Namen Jesu. Denn es ist Genesis 3, es ist der Teufel und es ist die Sünde, die die Frau zerstören will. Und du bist derjenige, der die Frau liebt von ganzem Herzen und sie aufheben will und sie zurück hinstellen will als das Ebenbild Gottes auf der gleichen Ebene wie der Mann. Und wieder wegnehmen, das, was der Teufel zerstört hat, wieder herstellen und sie zurückstellen in ihren rechtmäßigen Platz. Wir danken dir und ich bitte dich, dass du jetzt gerade, Heiliger Geist, durch die Reihen gehst und Lügen zerbrichst in den Köpfen von den Schwestern und den Frauen, die hier sind, wenn sie geglaubt haben, dass sie minderwertig wären, dass sie weniger wert wären, dass sie weniger
weniger zu tun hätten oder könnten. Im Namen Jesu, wir brechen jede Art von Lüge, die sagt, dass die Frau schlecht ist oder in irgendeiner Art und Weise minderwertig. Im Namen Jesu, im Namen Jesu. Und wir wollen Buße tun, auch als Leib Christi einfach, wo die Kirche etwas zu tun hatte mit der Unterdrückung von Frauen, weil es nicht dein Wille ist. Das ist Genesis 3 und es ist der Teufel und die Sünde. Und wir danken dir, Jesus, dass wir zusammen auf dem Weg zurück sind in deine Schöpfungsordnung. Wir sind eine neue Schöpfung und wir wollen uns so verhalten wie eine neue Schöpfung. Und für die Männer bete ich im Namen Jesu, dass wir ganz neu aufstehen, dass Passivität verschwindet im Namen Jesu. Dass Passivität verschwindet im Namen Jesu, dass wir keine Angst haben, aufzustehen und unsere Autorität zu nehmen und zu sagen, ich bin das Haupt dieser Familie und ich bin der Mann in diesem Haus und ich werde die geistliche Autorität und Verantwortung auf mich nehmen. Und wenn Schläge von außen kommen, wenn der Teufel meine Frau und meine Kinder angreifen will, dann werde ich nicht zurückschrumpfen und mich flüchten in irgendwelche, sei es Entertainment, sei es was auch immer. Ich werde nicht flüchten vor der Verantwortung, die du mir gegeben hast, sondern ich werde aufstehen im Namen Jesu und die Autorität, die mir liegt, die Gott mir gegeben hat, nehmen und die Schläge nehmen im Namen und in der Kraft Jesu. Und ich werde stark sein und hart sein nach außen gegen den Teufel und seine dämonischen Angriffe. Ich werde nicht zurückweichen und stark und hart sein im Namen Jesu. Und ich werde weich, dienend und liebevoll sein zu meiner Familie, zu meiner Frau, zu meinen Kindern. Ich werde mein Leben für sie aufopfern. Ich werde mein Leben geben, wie Christus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat, um sie zu reinigen und zu heiligen. Genauso werde ich mein Leben aufgeben für meine Kinder und für meine Frau und ich Zeit mit ihnen verbringen und ihnen zu zeigen, wie ich sie liebe. Und ich werde Identität in meine Kinder hineinsprechen und Identität in meine Frau hineinsprechen. Göttliche Identität, Sicherheit, Liebe, Kraft, Stärke, Selbstsicherheit. Ich werde die geistliche Verantwortung übernehmen in meinem Haus und meinen Kindern von der Bibel erklären. Genauso wie meine Frau das auch machen wird. Aber die macht es ja eh schon, deswegen werde ich mal ein bisschen vom Sofa aufstehen oder ich mache es auf dem Sofa, ist auch okay. Danke, Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und ich bete einfach für uns als ganze Gemeinde, dass wir auf diesem Weg in Demut und in Liebe und im Wissen, dass wir fallen und dass wir wieder aufstehen werden, von dir begleitet werden. Wir machen das nicht alleine, sondern du begleitest uns. Wir lieben dich, wir danken dir, wir preisen deinen heiligen Namen. Amen. Das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würde es so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würde es uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum trag es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.